So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und heute bin ich auf meinen YouTube-Kanal gegangen, als ich im Internet war. Und dann habe ich gesehen, dass ich jetzt über 300 Abonnenten habe. Jetzt genaue Zahl sind es, glaube ich, momentan 303 Abonnenten und Abonnentinnen. Und ich möchte in diesem Video mein herzliches Dankeschön zum Ausdruck bringen. Also vielen Dank für die Leute, die meinen Kanal abonnieren und die an meine Sache glauben. Und ja, ich möchte ein bisschen was sagen. Also, ich fühle mich jetzt ein bisschen stolz. Also, man fühlt sich schon ein bisschen sogar mächtig. Also, wenn man das jetzt sieht, wie die Abonnentenzahl nach oben geht. Zeitweise war ich schon vor kurzem vom Aufgeben und jetzt sehe ich, wie das hochgeht. Und ich spüre das richtig, dass ich meine Gedanken an viele Menschen verbreiten kann. Ja. Und das gibt mir wieder Mut, weiterzumachen. Ja, und das ist natürlich schon sehr erhebend, also sehr erhebendes Gefühl. Ja, wie ihr wisst, habe ich angefangen mit meinem Kanal als spiritueller Anarchist mit dem Hauptthema Arbeit ist Scheiße. Das war so am Anfang mein Thema. Da ging es um Jobcenter-Willkür, Hartz-IV-System. So ging das Ganze los und hat sich dann immer mehr in das Spirituelle verlagert. Jetzt habe ich sehr viele Themen, die ich behandle. Und ja, deswegen gleich mal meine erste Frage an euch. Jetzt geht's an euch. Bitte sagt mir, worauf ich mich spezialisieren soll, worauf ich meine Themen fixieren soll. Es kam ja auch mal die Kritik, wo dann gesagt worden ist, meine Themen, das wäre alles ein bisschen zu umfangreich und so, und ich sollte mir vielleicht auf eine Sache konzentrieren, jetzt wie zum Beispiel Astralreisen, weil das alles so den Rahmen von meinem Kanal sprengen würde und niemand wüsste mehr, für was mein Kanal steht. Jetzt ist meine Frage, seht ihr das genauso? Welche Politik soll ich führen in meinem Kanal? Soll ich jetzt meine Themen spezialisiert halten, dass ich sage, okay, nur noch spirituelle und freiheitliche Themen und alles, was darüber hinausgeht, dass ich dann einen extra Kanal mache? Das habe ich jetzt zum Beispiel auch vor, ja, zum Beispiel in der Sache mit meiner Verwandlung, dass ich da dann vielleicht einen extra Kanal mache oder dass man sagt, okay, das ist halt so, mein Kanal ist sehr vielseitig und es sollen auch viele verschiedene Themen zutage kommen. Bitte schreibt mir unten in die Kommentare auch, was ihr für Vorschläge habt in Sachen Videos. Ja, schreibt mir das bitte. Was kann ich besser machen an meinem Kanal? Und habt ihr Ideen? Habt ihr Videovorschläge? Ja, schreibt es bitte. Schreibt es bitte in die Kommentare. Welche Themen soll ich behandeln? Über was soll ich mein Statement dazu abgeben? Ja, das ist mir sehr wichtig. Also, wenn ich euch in irgendeiner Sache helfen kann, dann tue ich das gern. Ja, und jetzt war es ja so zum Beispiel, dass ich mich ich wollte mich engagieren zum Thema Drachenlord Rainer Winkler. Rainer Winkler ist der meistgehassteste oder meistgemobbteste YouTuber von ganz Deutschland. Und ich wollte eigentlich schon ein Video machen. Ich habe das auch sogar schon mal hochgeladen. Das hieß Eskalation Drachenlord Rainer Winkler. Appell an die Hater. Und da kamen es ja so viele Hate-Kommentare und ich bin dann auch gewarnt worden, wo dann gesagt worden ist: Hör lieber auf, du holst die ganzen Hater auf den Kanal und zum Schluss finden sie nur den Weg zu dir. Das möchte ich natürlich auch nicht. Ja, ich gebe dazu, ich habe da auch ein bisschen Angst und so. Und habe dann das Video gelöscht. Was meint ihr dazu? Hätte ich weiter standhaft bleiben sollen? Hätte ich weiter sagen sollen, nee, ich darf mich da nicht einschüchtern, ich muss Zivilcourage zeigen und muss da Videos machen? Oder sollte ich da lieber mich zurückhalten und sagen, okay, ich lasse es lieber ruhen, weil es ist zu heikel, das ist zu gefährlich und lass mal lieber, ja? Also, was ist eure Meinung? Soll ich ein Video über den Drachenlord machen, über den Drachenlord Rainer Winkler oder lieber nicht? Ich kann auch was allgemein sagen, also Drachenlord, Mimon Baraka oder Friedi Miller, dass ich mal da einfach so allgemeines Video mache über Hate Speech und Cybermobbing. Schreibt mir bitte in die Kommentare, soll ich das Thema behandeln oder nicht? Wäre mir sehr wichtig zu wissen, ja. Und ja. Noch ein bisschen Aussicht, was ich jetzt dann noch für Videos mache. Also, das nächste Video wird ein islamkritisches Video sein, wo ich kritisch mit dem Islam ins Gericht gehe. Aber nicht nur mit dem Islam, das wird ein Zweiteiler. Ich werde dann auch das Christentum behandeln, ja. Und ich habe mich umfangreich mit dem Islam informiert und muss also schon mal vorab sagen,
Jeder freiheitsliebende Mensch oder gerade solche Menschen wie ich, Transsexuelle, ja, Homosexuelle, die den Islam nicht kritisieren, sind meines Erachtens suizidär, also veranlagt, weil der Islam kennt keine Freiheit, das mal vorab. Aber ich gehe da ein bisschen ins Detail. Also, das nächste Video wird ein islamkritisches Video von mir, ja, wo ich den Islam behandle. Ich bin nicht gegen Moslems eingestellt als Menschen, aber die Religion Islam finde ich doch schon ziemlich bedenklich und gefährlich. Aber wie gesagt, das kommt dann im nächsten Video. Also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie soll ich meinen Kanal ausrichten? Welche Themen soll ich behandeln? Was liegt euch am Herzen? Das würde mich sehr interessieren. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Teilt dieses Video und drückt die Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand sind von meinen Videos. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis bald und bis zum nächsten Video. Macht es gut.